Na denn, jetzt kommt das Übungsvideo. Brüche erweitern, eine Übung. Also ganz kurz erklärt, ein Drittel möchte ich zu wie viel Neuntel machen. Nochmal kurz gezeigt hier, wer nicht, der guckt das Vorhergehende. Ich gucke, mit wie viel muss ich die 3 mal nehmen, damit ich auf 9 komme? Mal 3. Ich schreibe das dahinter. Und damit sich der Wert nicht verändert, siehe im vorhergehenden Video oben auch. Erweitern heißt oben und unten mit der gleichen Zahl mal nehmen. Dann kann ich sagen, 3 mal 3, 9, jawohl, richtig, 1 mal 3, 3. So, jetzt drückt, schreibt ihr das alles ab, drückt die Pause-Taste und löst die Aufgaben und in der Zeit löse ich die auch und dann sehen wir uns wieder bei der Lösung. Na, habt ihr es auch so? Leute, und immer die Ergebnisse doppelt unterstreichen, dann sieht man auch besser durch. Also hier immer schön unterstreichen, 6 21stel, 18 20stel, 25 40stel, 16 80stel. Oh, doppelt meinte ich. Und so weiter. Immer schön doppelt unterstreichen. So, jetzt kommen die nächsten Aufgaben. Also ich glaube, hier gibt es keine Fragen. Ich habe extra die Zahlen mal dahinter geschrieben. Macht man später dann nicht mehr. Macht man im Kopf. So, jetzt noch schnell ein paar Aufgaben. Pause-Taste zu Hause drücken. Ich drücke sie auch. Wir sehen uns dann gleich wieder mit den Ergebnissen. Na, ich hoffe, ihr habt schaut. Ich habe wieder doppelt unterstrichen, bringt mehr Übersichtlichkeit rein. Gut, ich habe jetzt mit anderen Farben gearbeitet, müsst ihr nicht machen. Ich habe es doch nochmal dahinter geschrieben, einfach für die, die sich schwerer merken können. Wie gesagt, dieses Mal 2 mal 2, oben und unten immer, das lässt man dann irgendwann weg. Man kann auch sagen, da ja 3 mal 6 18 ist und 6 mal 3 auch 18 ist, kann ich auch sagen, ich schreibe das, was ich, womit ich erweitere, davor. Ich erweitere mit 4, indem ich sage, hier unten mal 4, hier oben mal 4, aber davor geschrieben. Wenn ich zum Beispiel wie hier keinen Platz mehr hätte, weil das zu geschmiert wird, weil das ins Gleicherzeichen reinkommt. Sauber schreiben, dann behält man die Übersicht. Ja, die Ergebnisse sind das. Ich hoffe, ihr habt es genauso. Und das kann man bis zum geht nicht mehr machen. Also ich höre jetzt aber mit diesem Übungsvideo auf. Ja, doch noch 3 Worte. Ich sag die deswegen, damit ich hier wieder die Links für die weitergehenden Videos einfügen kann. Und Leute, immer dran denken. Ich habe hier extra oben ein dunkles Feld gemacht, dunkelgrün. Hier steht dann immer drin ein I. Und dieses I bedeutet, da sind noch weitere Links. Manchmal nicht, meistens aber schon. Na denn, jetzt ist aber gut mit Reden. Tschüss.